Engel waren es ja, die den Hirten die frohe Botschaft brachten: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Sich nicht fürchten, sich behütet und begleitet wissen, Gottes helfende Nähe und rettende Gegenwart spüren, gerade auch in diesen Tagen, dafür stehen Engel. Und solche Engel begegnen uns immer wieder. Denn es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, der Engel. So dichtete Rudolf Otto Wiemer. Welche Engel sind euch in eurem Leben begegnet?
Musikalisch eingestimmt auf die Andacht haben uns heute die Fingerprints mit Karin Kraft, Martin Kurz und Hans Matter an der Gitarre und mit Gesang. Vielen herzlichen Dank an die drei, dass sie diese Andacht musikalisch bereichern. Ich möchte euch und sie einladen, gemeinsam Worte aus Psalm 34 zu beten. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Amen. Thank you.
Geschichte von Wilhelm Bartmann. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich nach ziemlich anstrengenden Arbeitswochen Heiligabend ins Slipperland fuhr, um meinen Bruder zu besuchen. Schon in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember war es kälter geworden und am 24. morgens fing es an zu schneien. Von Bielefeld aus waren einige Leute mit mir im Zugabteil zusammen. Wir kamen in ein Gespräch. Von Station zu Station wurden es weniger. Zuletzt waren außer mir nur noch zwei Leute im Abteil und als die beiden ausstiegen, wandte sich einer noch einmal um und sagte: "Also, wenn der Zug jetzt an der nächsten Station wieder hält, dann müssen Sie schnell aussteigen." Der Zug fuhr weiter. Vorsichtshalber zog ich mir den Mantel an, um zum Aussteigen bereit zu sein, wenn der Zug hielt. Es dauerte auch nicht lange, da ruckte er plötzlich und stand. Ich öffnete die Tür. Noch immer dichtes Schneetreiben. Ich schaute nach unten, der Zug war ziemlich lang und dachte, so ein kleiner Bahnhof wird keinen so langen Bahnsteig haben. So kletterte ich herunter, einen Koffer in der Hand, eine Tasche über die Schulter gehängt. Als ich mich ein bisschen zu orientieren versuchte, ruckte der Zug an und fuhr weiter. Ich schrie: "Halt, halt, hier ist ja gar kein Bahnhof. Ich muss doch noch mit." Aber der Zug war schon im Rollen begriffen. Ein Aufspringen war unmöglich. Da stand ich nun und sah nur noch die roten Lichter verschwimmen. Was sollte ich jetzt machen? Ich stapfte durch den Schnee, immer an den Gleisen entlang, mit dem Gepäck die Balance haltend und immer noch mit einem Ohr nach hinten hörend, um nicht von einem eventuell kommenden Zug überrollt zu werden. Plötzlich blieb ich wie angewurzelt stehen, denn aus dem Schatten hatte sich eine Gestalt gelöst. Ich erschrak. Was machte um diese Zeit hier ein Mensch? Ich blieb stehen und rief die Gestalt an. Keine Antwort. Ich begann weiterzugehen und da bewegte sich der Schatten auch wieder, kam den Bahndamm entlang und ich wusste ganz bestimmt, in dieser weiten Einsamkeit kommt ein Mensch auf mich zu. Beim Näherkommen konnte ich ihn erkennen. Ein Mann mit tief ins Gesicht gezogenem Hut und Lodenmantel. "Hallo, wer sind Sie? Ich bin zu früh aus dem Zug gestiegen und laufe jetzt schon eine ganze Zeit an den Schienen entlang. Ich möchte nach Haar. Können Sie mir vielleicht helfen?" Als Antwort brummte er etwas in sich hinein, nahm dann aber meinen Koffer und wir gingen gemeinsam von den Schienen zu einer Straße hin. In meiner Freude, einem helfenden Menschen gefunden zu haben, sprudelte es nur so aus mir heraus. Wie froh und dankbar bin ich, dass Sie hier waren. Sie schickt mir der Himmel. Ich weiß nicht, ob ich es allein bis nach Haar geschafft hätte, allein und immer von Schwelle zu Schwelle. Welch ein Glück, dass ich Sie getroffen habe." Mein Begleiter sagte immer noch nichts. Ich wollte sein Schweigen respektieren und sagte auch nichts mehr. Schweigend gingen wir so hintereinander her. Nach ein paar hundert Metern kamen wir um eine Straßenkurve und dort stand ein Auto. "Ist wohl Ihres", sagte ich. Er nickte mit dem Kopf. Dann öffnete er den Kofferraum, legte mein Gepäck hinein und mit einer Handbewegung, wiederum ohne ein Wort zu sagen, öffnete er die Tür zum Beifahrersitz und ließ mich Platz nehmen. Er setzte sich ans Steuer und wir fuhren auf der verschneiten Straße langsam voran. Plötzlich, ganz unvermittelt, fragte er mich: "Glauben Sie an Engel?" Ich war perplex. Nach so langem Schweigen, nach so viel Zurückhaltung, jetzt solch eine Frage. "Ja, schon", erwiderte ich. "An so einem Abend, da ist einem das ja auch viel näher als sonst, jetzt, wo da und dort, wo überall,
die Weihnachtsgeschichte gelesen wird von den Hirten und den Engeln. Er unterbrach mich. Glauben Sie an Engel heute? Ich weiß nicht recht, sagte ich. Engel heute vielleicht so, dass wir sie gar nicht mehr bemerken, weil sie uns nicht mehr in jener Lichtgestalt begegnen wie damals auf den Feldern von Bethlehem. Es mag schon sein, dass heute jemand einem Engel begegnet. Etwas, was ihn bewahrt oder was ihn führt oder... Da platzte es aus ihm heraus. Sie sind heute ein Engel für mich. Ich? Wieso ich? Fragte ich zurück. Und dann erzählte er. Ich bin heute an die Bahnlinie gefahren, um mit mir Schluss zu machen. Ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich war an einem Tiefpunkt angelangt. Er erzählte mir, was ihn dahin gebracht hatte, und schloss mit den Worten, und dann kommen Sie. Rufen mich an, dass ich Ihnen helfen solle, gerade im richtigen Augenblick für mich. Er schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, was ihm geschehen sei. Mir, sagte er, mir begegnet am heiligen Abend ein Engel. Der liebe Gott hat mich nicht allein gelassen. Wir haben dann nicht mehr viel geredet. Was gesagt werden musste, war gesagt. Er fuhr mich mit seinem Auto in meine Pension in H., half mir beim Aussteigen, setzte sich wieder hinter das Lenkrad und rief mir zu, »Danke für Ihren Engelsdienst, danke!« und fuhr langsam davon. Ich habe ihn nie wieder gesehen, aber diesen heiligen Abend werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Thank you.
Lasst uns beten. Schick uns deine Engel, Gott, uns und allen, die dich brauchen. Lass dich jetzt hören, wo Menschen einsam sind, ohne Familie oder in der Familie. Bei denen, die stumm geworden sind oder die mitten in Lärm und Gerede stecken. Schick uns deine Engel, Gott, uns und allen, die dich brauchen. Lass dich sehen für einen Augenblick als etwas Helles im Dunkel, als bergendes Dunkel im gleißenden Licht, du mit deinem freundlichen Blick. Schick uns deine Engel, Gott, uns und allen, die dich brauchen. Lass dich spüren und berühren. Zeig uns dein Kind, neues Leben in unserer Erschöpfung, Aufwachen in unserer Gleichgültigkeit, rauskommen aus der Corona-Wüste, weniger kaufen, besitzen und verbrauchen, als wir gewohnt sind, aber mehr Freude. Das wäre wunderbar. In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich auf dem Herzen liegt, das Schöne und das Schwere. Mit diesen Worten beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Remember there were times
Und so geht in diesen Abend unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Change your hands, you're ready to free your mind.
I'm on.